Feuerwerk. Dann mache ich hier noch Shop. So, Leute, wir haben den Feuerwerkshop auf jeden Fall. Dann machen wir die Preisliste hier hinten dran. Hey Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Minecraft Kit Challenge Serie. Wir spielen heute eine Kit Challenge Serie und zwar spielen wir das Piraten-Kit. Und ich glaube, ich habe noch Nachjoinen an. Ich mache das mal ganz kurz aus. Friend, Toggle, Jump. Yo. Hi Fix, wer bist du? Verdammt, die Leute wissen, wer ich bin. Okay, egal. Ich habe ja heute Minecraft gestreamt und in letzter Zeit kommen so viele neue Abonnenten dazu. Auf jeden Fall ein herzliches Willkommen an jeden Einzelnen, der hier abonniert hat. Falls ihr noch nicht abonniert habt und falls euch diese Videos gefallen, könnt ihr es natürlich gerne tun. Würde ich mich mega drüber freuen. Oder falls ihr irgendwelche Freunde habt, die gerne Minecraft-Videos schauen, könnt ihr natürlich auch gerne meinen Kanal teilen. Würde ich mich auch mega drüber freuen. Und natürlich ist der Daumen oben, wird man euch loben, glaube ich. Leute, wir machen heute die Challenge mit dem Piraten-Kit. Weil ich habe mir gedacht, so, yo, ich zieh mal das Piraten-Kit vor. Eigentlich kommt noch das Tank-Kit und das Assassine-Kit davor. Aber ich habe eine besondere Idee, die zu Silvester passt. Leute, es wird Zeit, um einen Shop in Minecraft Skywars zu bauen. Ja, ihr habt's mega gefeiert. Das letzte Video, wo ich den Shop gebaut habe, wo ich die Würstelbude gebaut habe, wo ich einfach ein paar Würstel verkauft habe. Ihr habt so hart gefeiert. Deswegen werde ich heute mal wieder einen Shop bauen. Und zwar verkaufen wir heute keine Würstel. Nein. Wir verkaufen was, was jeder an Silvester braucht. Und zwar verkaufen wir Böller in Minecraft Skywars. Leute, ich bin mal gespannt, ob irgendjemand von uns Böllern kauft. Ich habe hoffentlich schon ein paar Böller. Okay, ich habe TNT. Leute, meine Böller sind natürlich TNT und die Feuerkugeln. Und ich verkaufe auch noch ein Special-Ding. Und zwar verkaufe ich die Feuerkugeln zusammen mit einem Werfer als Feuerspeifontäne. Ich glaube, das ist eine ziemlich, ziemlich gute Idee. Und ich würde sagen, ich gehe erstmal in die Mitte rein und bekomme hoffentlich noch ein bisschen Zeug, was ich verkaufen kann. Ja, nice, wir haben noch ein bisschen TNT bekommen. Sehr schön. Und ich muss mich unbedingt ausrüsten, weil ich habe ein bisschen Schiss, dass jemand zu mir kommt. Oh, wir können auch Schneebälle verkaufen als Funkensprüher oder beziehungsweise als... Oh, kennt ihr diese Dinger? Leute, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr die... wie heißen die? Diese Fontänen kennt? Das sind so lange Stangen, wo so... bengalische Lichter oder sowas heißen die. Das sind so lange Stangen, wo so glühende Kugeln rausfliegen. Die sind mega geil, Leute. Die feiere ich des Todes. Ich liebe die, wenn ich die an Silvester habe. Die sind immer bei so Raketenbundles dabei. Und Leute, ich muss sagen, wir verkaufen die Schneebälle als bengalische Lichter oder bengalische... Ja, keine Ahnung, Leute. Ihr wisst schon Bescheid. Oder sind bengalische Lichter diese Dinger, die so ultra leuchten? Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Schreibt mir unbedingt auch mal in die Kommentare, was ihr so für Feuerwerk habt, was ihr heute an Feuerwerk raushauen werdet und was ihr alles ballern werdet. Ich habe ein paar Raketen und ich habe auch ein paar Böller und sowas. Und ich freue mich immer auf Silvester, Leute. Ich bin schon mein ganzes Leben lang, bin ich schon am Böllern, am Rumböllern. Und ja, ich feiere es einfach, Leute. Ich feiere es. Es ist zwar mega Umweltverschwendung, Verschmutzung und so, aber Leute, ich feiere es einfach. Feuerstein! Oh mein Gott, wir können auch Feuerzeuge. Ja, Mann, wir verkaufen Feuerzeuge doch. So, ich entnick mich mal. / Nick. Ich bin entnickt. Und ich muss jetzt hier meinen Shop bauen, Leute. Wir bauen... Es ist so geil. Ich freue mich, alle. Ich liebe es, einen Shop in Minecraft Skywars zu bauen. Ich weiß nicht, wieso. Es macht mega Bock. So, wir bauen hier oben drauf. Und wir machen uns einen mega, mega mäßigen Shop. Ich sag's euch. Oh, verdammt. Ja, okay, das ist nur der Boden. Leute, beim Boden ist wurscht. So. Okay. Haben wir genug Grundfläche, sage ich mal. Ist das schön genug für einen Shop? Ja, okay, kann man schon so machen, ne? Wie fangen wir am besten an, Leute? So, wir machen uns aus Stein mal so eine Grundmauer, würde ich mal sagen. Oh, verdammt. Nein, habe ich eine Picke? Ah, verdammt, ich habe leider keine Picke. Okay, egal, ich mache mir mal das hier. Das kommt dahin. Und Leute, ich werde den besten Shop bauen, den ihr jemals gesehen habt. Ich sag's euch, ihr werdet begeistert sein. Das wird der schönste Shop der Welt. Ihr müsst mir dann unbedingt in die Kommentare wieder schreiben, wie ihr den Shop findet, was für eine Note ihr diesem Shop hier gebt. Oh, ist eigentlich hässlich, wenn hier so... Leute, wir müssen das mal kurz ändern, ne? Okay, wir brauchen einen großen Shop. Dann würde ich sagen, ist das doch schon mal schön so. Und wir machen hier noch eine Wand rein, beziehungsweise so den Grundriss, würde ich sagen, von unserem Shop. Einfach mal so ein kleines bisschen. Oh, wir haben auch Glas. Leute, wir können einen mega geilen Shop bauen. Oh mein Gott. Okay. Warte, ich muss ein bisschen chillen. So, wir machen eine Glasfront.
Oben kommt natürlich ein wunderschönes Dach rein, ne? Wisst ihr Bescheid, der Fix, der baut keinen Shop ohne Dach, weil wir brauchen ein schönes Dach, damit wir auch da Aussicht haben können oder so. Soll ich ein Holzdach bauen? Ich könnte theoretisch ein Holzdach bauen, ne? Na Leute, ich mache erstmal, na komm, ich mache hinten keine Glasfront rein. Ich würde sagen, ich mache Stein, okay? Ich mache Stein und dann machen wir einmal kurz so. Wie war das? War das so? Zwei Falltüren wieder? Ja, Mann, die sind mega gut. Und die nehme ich auch wieder. Weil die Falltüren, ich feiere die Falltüren, Leute. Wir machen wieder so einen schönen Tresen hier vorne, wo man rein und raus gehen kann. So, zack. Und zack, da komme ich rein und komme ich wieder raus. Und ich mache mir dieses Mal auch eine Kiste hier hinten, wo ich mein wunderschönes Feuerwerk reinpacken werde. So, wir haben TNT. Wunderschönes TNT, wunderschöne Feuerwerk-TNT. Dann haben wir hier bengalische Lichter. Goldäpfel könnte ich auch verkaufen, aber das ist ja kein Feuerwerk. Dann haben wir hier meine Feuerkugeln. Und ich verkaufe die Feuerkugeln als Paket mit den Werfern, Leute. So, das ist ein Paket. Warte, ich muss das kurz tauschen. So, dann haben wir hier ein Paket. Ein Feuersprengelpaket. Keine Ahnung, wie das heißt. Auf jeden Fall ein schönes Paket, wo wir was Schönes haben. Leute, ich eröffne gleich einen Shop. Ihr müsst noch kurz warten. So, okay, ich mache einen wunderschönen Shop. Bitte, bitte tötet mich nicht. Das wäre ziemlich scheiße, weil wir müssen hier einen schönen Shop bauen, weißt du? Das kann ja nicht so angehen. Oh, verdammt, ich habe mein ganzes Holz benutzt. Okay, ist wurscht, Leute. So, wir bauen uns ein schönes Dach hier oben drauf. So, dann machen wir uns heute ein schönes Flachdach, würde ich sagen. Ich sollte Masterbuilder spielen, Alter. Ich bin der beste Builder der Welt. Leute, habt ihr schon mal so ein schönes Haus gesehen? Ich mache erstmal so eine Begrenzung rein. Ich weiß nicht, ob ich genug von diesen Half-Slabs habe, um mir mein schönes Haus hier fertig zu bauen. Und ich muss auch noch... Verdammt, ich habe kein Holz. Nein! Ich hätte noch Schilder machen müssen. No way. Habe ich vielleicht genug für Schilder? Oh nein, 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 nein. Bitte, bitte töte mich nicht. Soll ich ihn töten? Ich muss noch eine Treppe hier hinbauen, damit die Leute auch gut zu meinem Shop hinlaufen können. Hat der kein Holz? Ah, da ist ein Eimer nur. Ich brauche keinen Eimer. Oh Mann, scheiße. Gib mir doch Holz. Okay, anscheinend hat er kein Holz. Oh, ich habe noch Holz. Nice, ich kann noch Schilder bauen, Leute. Ich kann noch Schilder bauen. So, wir machen einmal so. Dann haben wir ein paar Schilder. Und dann schreibe ich da mal hin, was es hier so Feines gibt. Hoffentlich kommt niemand und tötet mich, wenn der mein Haus sprengt, ne? Wehe, der sprengt mein Haus. Wehe, wehe, wehe. So. Feuerwerk. Dann mache ich hier noch Shop. So, Leute, wir haben den Feuerwerk-Shop auf jeden Fall. Dann machen wir die Preisliste hier hinten dran. Wir haben einmal China-Böller. Ich hoffe, das schreibt man so. Böller, so, ne? China-Böller. Oh, verdammt, ich muss den Preis hinschreiben. Geh raus aus meiner Kiste. Ey, ey, du Wichser. Nein. Nicht mit mir, mein Freund. Ich töte dich gleich. Meine Güte, mein wunderschönen Shop. Was soll das sein? Was soll denn das? Der kann doch nicht einfach meinen Shop hier kaputt machen. Ja, danke für die Schneebälle auch. So, ich muss das nochmal kurz wegmachen. Meine Güte, ey. Beklaut er mich einfach hier. China... Böller. Was kosten die? Ein Dia, oder? China-Böller, ein Dia. Dann haben wir noch, wo mache ich das zweite Schild hin? Ich könnte... Ah, scheiße. Okay, okay, ich mach schon. Raketenwerfer kostet 5 Dias. So. Junge, hör auf, ne? Nein, 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 nein. Warte. Nein, 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 nein. Wir haben noch nicht offen. Du musst kurz warten. Okay. So, dann haben wir China-Böller. Ich muss ihn doch fertig bauen. Und dann haben wir noch, was haben wir noch? Okay, Feuer. Irgendwas mit Feuer, Leute. Fontäne oder so? Ich schreibe mal Fontäne, ich weiß es nicht. Wie soll ich das nennen? Feuerkugel. Feuerkugel. So, wir haben Feuerkugel, kostet 2 Dias, würde ich sagen. Und ja, das war's. So, okay. Herzlich willkommen. Hi. Magst du was kaufen? Okay, ja, Chatbun. Was magst du kaufen? Ein China-Böller.
Okay, das macht ein Dir. So, hier, bitteschön. Viel Spaß. So, Dankeschön für deinen Einkauf. Ich wünsche dir noch viel Spaß. Und bitte nicht hier zünden. Er zündet direkt den Kinderböller. Ja! Oh, Feuerzeug. Er zündet sich selber an. Es ist der letzte Spieler. Es ist einfach der letzte Spieler. Okay. Magst du noch was? Oh, er gibt mir nochmal ein Dia. Okay. Das wird teuer, mein Freund. Das wird teuer. Raketenwerfer. Okay, warte. Ich gebe ihm einen Raketenwerfer. So. Einmal Raketenwerfer für dich. Bitteschön. Viel Spaß damit. Danke für ein Dia. Ich habe mal die Preise ein bisschen billiger gemacht. So. Okay. Okay, mal schauen, ob er den Raketenwerfer richtig setzt. Nice one. Als ob der alle anderen... Oder als ob alle anderen tot sind. Geht das so? Ja, nice. Oh mein Gott. Als ob man das auch nach oben schießen kann. Ist ja mega geil. So, Schneebälle habe ich noch, aber das ist halt wurscht. Da haben wir halt nichts drin. Okay, Leute. Ich würde sagen, unser Shop ist fertig. Wir haben einen mega geilen Shop gebaut. Warte, ich will ihn nochmal von außen sehen, Leute. Wir müssen den Shop nochmal von außen sehen. Mein Gott, schaut euch das an. Ich finde ihn mega geil, Alter. Ich werde immer besser im Bauen, Leute. Ohne Scheiß. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr diesen Shop findet. Welche Note gebt ihr meinen Shop? 1 bis... Oh, da steht sogar Feuerwerkshop. Okay. Ich würde sagen, 1 versus 1, Fragezeichen. Da machen wir noch einen fairen Fight, weil viele haben in die Kommentare geschrieben so, yo. Okay. So, ich esse ein Gap. Und go. So, okay. Dann machen wir ein kleines 1 versus 1. Oh, ich werde dich sterben. Ich habe nicht mal ein gutes Schwert, Alter. Ich habe nicht mal ein gutes Schwert. Oh mein Gott, er zündet mich an. Ich habe nicht mal irgendwas richtig hingelegt. Oh Gott. Ich habe gar nichts, Alter. Oh, er ist auch in Lava. Nein. Habe ich ein anderes Schwert vielleicht? Ich habe nicht mal ein richtiges Schwert, Junge, stirb! Oh mein Gott, er hat nicht richtig gekämpft, oder? Ich weiß es nicht. Fixes GG, Leute, ich würde sagen, wenn euch diese kleine Folge gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ich finde, es passt so ein bisschen zum Thema. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Grüße gehen raus an euch alle, die hier gerade zuschauen. Und nochmal ein riesengroßes Dankeschön an alle, die meinen Kanal abonniert haben. Ich feiere euch, Leute. Ich feiere euch richtig. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.